Angefangen hat alles mit einer kleinen Bäckerei im Toggenburgischen Liechtensteig im Jahr 1934. Mit der Erfindung vom Kegifred, wo sicher die meisten kennen, hat die Firmengeschichte ihren Lauf genommen. Heute, 75 Jahre später, feiert die Kegi ein bedeutendes Jubiläum. Jubiläum bei der Kegi. Seit 1934 wird das Liechtensteig Schweizer Biskuit-Geschichte geschrieben. Und das Geheimnis vom Erfolg ist eigentlich einfach. Jockey, das Biskuit und die Füllung, alles wird seit 75 Jahren unter einem Dach im Toggenburg hergestellt. Und dabei macht vor allem die Verarbeitung der Jockey das Kegifred so speziell. Wir gehen noch mit den alten Längsreibergarschen die Jockey verarbeiten, dass wir die 52 Stunden lang garschieren. Das Aroma und die ganzen Bitterstoffe entfernen, dass im Prinzip die Schocke nachher einen guten Geschmack hat und auch der Schmelz perfekt ist für das Kegifred. Mehr vom Geheimnis wird nicht verraten, schon gar nicht das genaue Rezept vom Kegifred. Das bleibt das geistige Eigentum vom Firmengründer Otto Kegi. Vor 75 Jahren hat er ganz klein angefangen. Er hat das Liechtensteiger Bäckerei gekauft und das einzige Transportmittel war sein Velo. Er hat am Morgen gebacken und seine Guetzli hergestellt und hat dann am Mittag die Schachtel gefüllt, vorne bei sich aufs Velo gemacht und ist dann losgefahren bis in die Innerschweiz, bis auf Weilaben. Wenn es ganz weit war, hat er sich manchmal auch für einen gewissen Teil den Zug geleistet, aber das meiste ist er wirklich mit dem Velo gefahren. Seitdem hat sich einiges geändert. Heute ist Kegi Söhne AG ein moderner Produktionsbetrieb und gehört zu den wichtigsten Firmen in der Ostschweiz. Kegi beschäftigt 70 Mitarbeiter und macht jährlich einen Umsatz von 30 Millionen Franken. Im letzten Jahr hat Kegi ihren Umsatz um 4% gesteigert und auch ins Jubiläumsjahr ist die Firma gut gestartet. Das trotz der Finanzkrise, die momentan in aller Munde ist. Ich denke, wir sind in einer Branche, die nicht gerade so unmittelbar betroffen ist von dieser Finanzkrise. Ich denke, Lebensmittel kauft man immer und etwas Gutes, denke ich, gönnt man sich vielleicht auch mal, wenn es einem nicht so wirtschaftlich gut geht. Weil sie der Familie Kegi keinen Nachfolger gegeben hat, ist die Firma 1996 an die Valoren verkauft worden und seit letztem Jahr gehört sie einer internationalen Investmentgesellschaft. Die Wechsel haben aber an der Firmenstrategie nichts geändert. Seit 75 Jahren stellt Kegi Söhne AG ihr Produkt im Vordergrund und nicht sich selber. Kegifred, ein Traditionsprodukt, das für die ganze Region steht.